Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei den Jurymitgliedern, die keine einfache Aufgabe zu erfüllen haben. Ich habe im Jahr 1996 die Goldene Nika gewonnen. Das war also vor 16 Jahren. Heute darf ich Ihnen mein Projekt erklären, Voices of Aliveness. Ich arbeite hier mit GPS und Video. Mein Projekt wird zurzeit im Deep Space im Ars Electronica Center gezeigt. Gerade jetzt übrigens, aber heute ab 16.30 Uhr wird das Projekt wiederum gezeigt, ein zweites Mal. Sie können sich das da in einer großen stereoskopischen Projektion ansehen. Da wirkt das dann ganz anders als hier bei der Präsentation. Ich werde auch da sein um 16.30 Uhr und über das Projekt sprechen. Ich arbeite mit dem Projekt, im Projekt mit GPS und Video. Ich habe schon einmal ein ähnliches Projekt an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich unter dem Titel Fieldwork Alsace gemacht. Ich habe dort Leute befragt, aus welchem Grund sie die Grenze überschreiten. Das ist im Wesentlichen eine Sammlung von Interviews, aber auch eine Sammlung meiner Aktivitäten in Form von Tagebucheinträgen. Und unterscheidet sich dadurch völlig von den üblichen Interviews und Dokumentationen. Die Interviews wurden alle dort gemacht, wo die Videoaufnahmen gemacht wurden. Ich habe dann auch ein Projekt in Großbritannien gemacht, auf der Insel Mersey. Auch wiederum mit Video und GPS. Wir übergeben den Menschen die Geräte und die wandern dann die Küste entlang. Die meisten von ihnen haben ihre Hunde mitgenommen und eine Art Familienpicknick daraus gemacht. Ich habe den Weg vorgegeben, und zwar nicht nur den Weg, der zu begehen war, sondern auch, ich habe auch eine vertikale Zeitachse vorgegeben. Ich hätte dieses Projekt gerne fortgesetzt, aber das ließ sich leider nicht realisieren. Und das neue Projekt Voices of Aliveness geht darauf zurück. Das ist etwas, das ich jährlich mache. Ich mache diese Aufzeichnungen jedes Jahr, so auch dieses Jahr. Das ist ein Projekt, das ich 2009 in Nordirland gemacht habe. Ich habe mit einem Komponisten zusammengearbeitet und lokale Musiker eingeladen. Ich habe Tonaufnahmen gemacht und ich habe alles, was dort passiert ist, rekonstruiert in Form eines Panoramabildes. Das ist, glaube ich, eine ganz neue Art und Weise, Landschaft darzustellen. Der Prozess ist ganz ähnlich wie bei der Landschaftsmalerei, aber die Art der Darstellung ist eine ganz andere. Jetzt zum neuen Projekt, Voices of Aliveness. Man hat mich in der Stadt Nantes aufgefordert, ein Projekt zu realisieren entlang des Flusses, der dort ins Meer mündet. Ich habe ein, zwei Jahre an dem Vorschlag gearbeitet. 2011 habe ich dem Vorstand der lokalen Kunstschule einen Projektvorschlag übermittelt.
Er hat das sofort angenommen. Hier geht es um Schreie. Es ist ein verrücktes Projekt, aber er hat gerne verrückte Projekte. Wenn ich ein solches Projekt einer Stadt in Japan vorschlagen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass das sofort abgelehnt wird. Denn dort kann sich niemand vorstellen, warum die Sammlung von Schreien ein Projekt ergeben sollte. Daher war ich sehr glücklich, als in Frankreich dieses Projekt angenommen wurde. Also warum Schreie? Alle von uns haben einmal geschrien, zumindest als wir geboren wurden. Der Schrei bedeutet den Eintritt in diese Welt. Aber im normalen Leben, da erlauben wir uns nicht zu schreien im öffentlichen Raum, in der Straße. Nicht einmal zu Hause schreien wir. Das gilt als verrückt. Und ich wollte einen Ort und eine Zeit zur Verfügung stellen, wo Schreien erlaubt ist. Und mit Schreien startet man das eigene Leben neu. Das ist eine Art Reset-Knopf, wenn man zu schreien beginnt. Viele von uns möchten wohl gerne diesen Reset-Knopf drücken. Nun, jetzt zeige ich Ihnen, wie das Projekt zustande kam. Für jemanden, der ein angepasstes Leben führt, ist Schreien gar nicht so einfach. Wir haben die Namen der Teilnehmer in Morsecode übersetzt und haben den Teilnehmern dann eine Partitur vorgegeben, eine Musikpartitur, und sie gebeten, ihre Schreie entsprechend zu gestalten. Also hier üben Sie. Das ist der Standort, wo wir das Projekt verwirklicht haben. Hier überprüfen wir gerade die Ergebnisse. Und hier ist ein Fahrrad. Ein Mikrofon ist an dem Fahrrad montiert und eine Kamera. Diese Kategorie heißt ja interaktive Kunst, aber ich glaube, mein Projekt kommt eher Medienkunst nahe. Medienkunst bedeutet ja normalerweise der Einsatz neuer Medien in der Kunst. Medienart sollte meiner Meinung nach neue Medien für die Kunst einsetzen. Und GPS ist mit Sicherheit ein interessantes Instrument zur Messung des Raums, zur Digitalisierung des Raums. Ich war mit einem GPS auf dem Mount Fuji. Mir ging es darum, den Mount Fuji zu vermessen und zu digitalisieren. Wir haben übrigens auch ein Video gemacht, als ich den Mount Fuji bestiegen habe. Das war eigentlich der Ausgangspunkt für Projekte dieser Art. Also, GPS ist eine Technologie, die ursprünglich für den Einsatz in der Armee entwickelt wurde. GPS wird verwendet, um die Standorte für Bombenabwürfe zu bestimmen. Ich wollte GPS für friedliche Zwecke verwenden, um die Welt besser zu verstehen.
Also hier passe ich gerade die Kamera an, richte ich die Kamera auf Ihr Gesicht und jetzt bekommt sie das Kommando, loszufahren. Wir haben einen eigenen Pfad, einen Fahrradweg vorbereitet. Normalerweise ist es hier sehr sumpfig, man kann da nicht gehen. Daher haben wir hier mit diesen Holzplanken einen Weg gebaut. Und das wird jetzt auch von der lokalen Bevölkerung sehr gut angenommen. Und ich glaube, der Weg wird den Namen Masaki-Weg tragen. Das hat mir der Bürgermeister der Stadt schon versichert. Das sind ein paar Aufnahmen von den Radfahrern. Das Ergebnis können Sie im Deep Space sehen. Also, wir verwenden eine digitale Technologie und wir generieren damit einen unterschiedlichen Output. Hier zeige ich Ihnen eine Datenbank. Nein, das ist nicht die Datenbank. Das ist kein linearer Content, der sich ausstellen lässt. Aber wir können da hineinklicken und uns das in Bewegung ansehen. Sie war wunderbar, sie hat das toll gemacht. Ich habe da bereits mehr als 100 Teilnehmer. It's a bit too much. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Wie kann ich denn das wieder stoppen? Back to PowerPoint. Yeah, so this is another result from. Das ist ein weiteres Ergebnis derselben Taten. Die Teilnehmer haben Zugang zu dieser Seite und können die Ergebnisse ihren Freunden vorführen. Jetzt zeige ich Ihnen ein kurzes Interview nach der Aufzeichnung. Ja, das war sehr amüsant. Es war ein interessantes Erlebnis. Am Anfang habe ich das nicht alles wirklich verstanden. Also sie war sich am Anfang nicht klar, worum es bei diesem Projekt ging, aber dann hat sie es gut gemacht. Ja, nachdem ich da drei Runden gefahren war, geschrien und gesungen habe, habe ich mich sehr entspannt gefühlt. Und ich habe mich sehr erleichtert gefühlt, so wie wenn man geweint hat, wie nachdem man geweint hat.
Der Mann auf der linken Seite, das ist mein Kollege, der Komponist. Man hört die Vögel singen. Ja, bevor ich da losgefahren bin mit dem Fahrrad, da war ich irgendwie aufgeregt, weil ich an diesem Projekt teilnehmen sollte. Und dann war das sehr entspannend. Das hat Emotionen freigesetzt, die Schreie. Und gleichzeitig war das ein sehr angenehmes Erlebnis. In diesem Projekt setze ich eine Technologie der virtuellen Realität ein. Andererseits geht es mir aber auch um die Aufzeichnung von Erfahrungen. Wenn das dann gezeigt wird, es gibt zwei unterschiedliche Erfahrungen. Die Erfahrung während des Radfahrens und Schreiens und die Erfahrung beim Betrachten der Aufzeichnung. Die Aufzeichnung wird zu einer Art Monument. Ein Monument ist ja normalerweise ein Objekt. In diesem Fall gibt es kein Objekt, kein physisches Monument. Aber die aufgezeichneten Bilder auf der Website sind eine Art Zeittunnel. Und dieser Zeittunnel wird weiter wachsen. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich mit 50 weiteren Teilnehmern Aufnahmen machen. Und ich möchte, dass die lokalen Bewohner sich daran beteiligen, Menschen unterschiedlichster Altersgruppen. Da hatte ich eine 15-Jährige, eine 30-Jährige, eine 45-Jährige. Die Herausforderung für mich besteht darin, ein Monument im Cyberspace, im Internet zu gestalten. Wie können wir eine Community schaffen mittels des Internet? Und dafür brauchen wir eine gemeinsame Erfahrung, ein gemeinsames Erlebnis, damit im Internet eine Community entstehen kann. Und das ist der Grund, warum ich ein so eigenartiges, kompliziertes Verfahren gewählt habe, all diese Daten ins Internet stelle und die Erinnerung mittels High Technology rekonstruiere. Das ist meine Art und Weise, ein Medium für Menschen zu schaffen. Die nächste Aufzeichnung findet am 26. Oktober in der Nähe von Nantes statt. Wenn es Sie interessiert, kommen Sie nach Nantes am 26. Oktober. Die Website ist leicht zu merken, voicesofaliveness.net. Sie können sich dort für die Teilnahme anmelden.